Die Freibad-Saison steht vor der Tür oder vielleicht hat sie für manche von euch auch schon angefangen. Ich begebe mich gedanklich jetzt mal in so ein Schwimmbad. Da steht meistens ein schöner großer Sprungturm mit einem 3-Meter-Brett, einem 5-Meter-Brett und einem 10er. Und wenn man da so ist, kann man beobachten, wie relativ viele noch auf den Dreier gehen, etwas weniger auf den 5er und ganz wenige dann vielleicht noch auf den 10er. Jetzt stell dir vor, du kommst dort an. Gehst bis nach ganz oben, wagst dich hinauf auf den Zehner und stehst oben und schaust runter, spürst auf einmal dieses ganz komische Kribbeln im Bauch. Das ist ja richtig hoch von da oben, der Blick geht nach unten. Und du denkst dir, das könnte wehtun, wenn ich da jetzt springe. Hast vielleicht Angst, aber wieder runter zu gehen wäre auch furchtbar peinlich. Und dann kommt so diese Frage, soll ich jetzt springen oder nicht? Ein Sprung hat immer mit Wagnis zu tun. Andererseits meldet sich dann vielleicht die Vernunft und sagt, was soll eigentlich passieren, wenn ich mich nicht ganz blöd anstelle? Es könnte vielleicht sein, dass kein Wasser drin ist in dem Becken unten, aber das ist ja eigentlich Blödsinn, weil ich habe ja beim Raufsteigen noch gesehen, dass Wasser da ist. Es hat keiner abgelassen in der Zeit. Es könnte sein, dass mich jemand auslacht, wenn ich wieder hinuntersteige. Also ich merke, ich bin vor ein Wagnis gestellt. Diese kleine Erfahrung, die manche ja vielleicht sogar kennen, sagt viel über unsere Beziehung mit Gott. Denn die hat auch mit Wagnis zu tun. Es ist ein Wagnis, sich auf ein Leben mit Gott in der Nachfolge Jesu einzulassen. Was ist das Wagnis da drin? Vielleicht habe ich das ja noch nie so empfunden und bin doch jemand, der gläubig ist und der vielleicht sogar schon viele Jahre aktiv ist in der Kirche. Mir kommt es ehrlich gesagt in der Kirche manchmal genau so vor, wie im Schwimmbad. Da stehen viele am Beckenrand, die schauen zu, beurteilen, ob ein Sprung gut war oder nicht, oder gehören sogar zum Club der Turmspringer, kommen brav einmal im Jahr zur Jahreshauptversammlung am 24. Dezember, sind aber selber noch nie gesprungen. Oder sie gehen immer nur bis zum Dreier und wollen oder können nicht sehen, dass der Turm eigentlich noch viel höher ist. Das scheint mir ein Phänomen zu sein, dass man sich dann zufrieden gibt mit etwas. Das kenne ich und habe aber keine Sehnsucht mehr oder lasse sie nicht mehr zu nach mehr. Und wer keine Sehnsucht mehr hat nach mehr, keine Vision, der wagt irgendwann auch nichts mehr. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, es ist überhaupt nichts Schlechtes, zufrieden zu sein. Das Problem ist eher die Bequemlichkeit, das sich einrichten wollen, nichts mehr zu wagen. Wer beim Weltjugendtreffen in Krakau im vergangenen Sommer war, der hat gehört, wie Papst Franziskus genau dazu etwas gesagt hat. Wir sollen uns nicht auf dem Sofa es bequem machen, auf dem Sofa des Lebens, sondern sollen immer uns diese Sehnsucht erhalten, noch mehr zu erreichen, noch mehr zu finden. Und dieses sich bequem machen, das kann vieles bedeuten, in Aufgaben, die ich lieb gewonnen habe, mit Leuten, die ich gut kenne und so weiter. Die Schwierigkeit dabei ist nämlich, dass man sich im Glück nicht einrichten kann. Der Mensch ist so angelegt, dass es ihn immer weiter drängt. Er möchte eigentlich noch immer mehr davon haben. Es ist nie genug. Und wer nicht weitergeht, gerade in dem Leben mit Gott, der geht zurück. Und dann stellt sich tatsächlich irgendwann vielleicht Unerfülltheit ein, Langeweile. Die Wüstenväter, die Mönche, die in die Wüste hinausgegangen sind, um Gott zu suchen, die haben dafür dieses Wort Akedia, diese Trägheit des Herzens geprägt. Man tut zwar die Dinge, aber letztlich schmecken sie nach nichts. Frust und Überdruss, so könnte man das übersetzen. Und genauso ist es in der Beziehung mit Gott. Es funktioniert nicht, auf einer bestimmten Stufe einfach stehen zu bleiben. Er fordert mich heraus, ruft mich immer weiterzugehen, mich nicht zufrieden zu geben. Wage dein Leben, wage dein ganzes herrliches Leben. Was in dir steckt, hol alles raus oder du bleibst das jämmerliche Wrack eines halben Menschen. Der, der das gesagt hat, ist einer, der selber gesprungen ist. Karl Leisner. Wage dein Leben. Wer war dieser Karl Leisner? Ein junger Priester des Bistums Münster. Im Nordwesten von Deutschland. Er ist 1945 im Alter von gerade mal 30 Jahren in der Nähe von München gestorben, an den Folgen von 4 Jahren im Konzentrationslager in Dachau.
Er war 1915 in Rees am Niederrhein geboren, ist in Kleve aufgewachsen, hat lange Zeit sich um die Jugend in der Diözese Münster gekümmert. 1996 hat ihn Papst Johannes Paul II. In Berlin selig gesprochen, als besonderes Vorbild auch für die Jugend. Und in einem Tagebucheintrag vom 4. Dezember 1937 steht eben dieser Satz: Wage dein ganzes herrliches Leben. Das ist übrigens ein riesiges Glück, dass die Tagebücher von Karl Leißner fast vollständig erhalten sind. Als er das schreibt, 1937, ist er seit 3 Jahren auf dem Weg, Priester zu werden. Aber er steckt mitten in einer Krise, weiß nicht mehr, was er machen soll. Er hatte ein Jahr in Freiburg studiert, dort bei einer Familie gelebt und sich unsterblich in die Tochter des Hauses, die hieß Elisabeth, verliebt. Dann denkt er wieder an den Halt in seiner eigenen Familie, eine gläubige Familie, an das Geschenk, auch zum Priester berufen zu sein, und schreibt: Geh hin in Vertrauen, wage dein ganzes herrliches Leben, auf Gott hin, auf seinen Ruf, ein männlich entschiedenes Ad sum. Hier bin ich, sende mich. Man spürt an diesen Einträgen, wie sehr er am Kämpfen ist mit der Frage, was er aus seinem Leben machen soll. Und Wagnis heißt für Karl Leißner zu glauben, dass Gott ihn ruft, Priester zu sein, obwohl ihm seine Gefühle in dem Moment etwas ganz anderes sagen. Und dahinter steckt ein tieferes Ringen, nämlich ob er aus seinem Leben einfach das macht, was er selber für richtig und gut hält, oder ob er sich Gott überlässt. Und deswegen kann das Problem, das da drin steckt, das Kämpfen, genauso auf die andere Situation übertragen werden, ob ich berufen bin, diesem oder jenem Menschen ein Leben lang treu zu sein. Denn die Grundfrage darin heißt: Entwerfe ich mein Leben selbst? Gehöre ich mir? Oder folge ich jemand anderes? Gehe ich das Wagnis ein, zu fragen, was hat Gott sich mit meinem Leben gedacht? Für Karl Leißner war das alles andere als ein Spaziergang, sondern ein echter Kampf, der 1,5 Jahre gedauert hat. Im April 1938 zum Beispiel schreibt er dann in sein Tagebuch: Dieses Mädel, er meint Elisabeth, dieses Mädel hat etwas Großes in meinem Leben zu bedeuten. Ich will um des Heiligen Geistes Führung und Lenkung unserer Seelen und Leben beten. Und weiter: Mir ist so, als wüsste ich selbst nicht mehr, was in mir vorgeht. Es ist ein Tosen und Toben. Ach, was ist es schwer, sich für eine Bahn im Leben zu entscheiden? Ist Opfer wirklich alles? Kann ich auf ein großes, wunderbares Geschlecht verzichten? Auf all die Freuden und Kämpfe eines heiligen Bundes mit einem lieben Menschen? Und dann im Mai schreibt er: Ich kann es nicht. Mir ist's, als müsste ich zerspringen vor Sehnsucht. Knapp ein Jahr später: Was soll ich jetzt machen? Diese Frage gibt mir einen Stich ins Herz. Alles Leid bricht mit neuer Wucht auf. Warum haben wir es nicht wie die Unierten? Damit meint er die Möglichkeit, dass man zugleich Priester sein kann und verheiratet sein kann. Und dann weiter: 1,5 Jahre überschäumenden Lebens, von Sturm und Drang, aber auch unerfüllter Sehnsucht habe ich jetzt hinter mir. Das Erleben dieser Zeit war zu gewaltig. Dazu braucht es Jahre, um es zu verdauen. Man spürt in all diesen Tagebucheinträgen die Frage: Soll er springen? Aus dieser Möglichkeit, die in Form von Elisabeth so greifbar vor seinen Augen steht, in einen Weg, zu dem es ihn zwar innerlich zieht, aber gleichzeitig doch auch so stark. Er tut es. Er springt. Er schreibt dann irgendwann an Elisabeth: Halte dich jetzt für frei von mir. Aber ein gutes Jahr danach wird er schwer krank. Er erkrankt an Tuberkulose. Er kommt in ein Sanatorium, macht dort eine falsche Bemerkung, als das Attentat auf Adolf Hitler scheitert, wird verraten, kommt ins Gefängnis und von dort ins Konzentrationslager nach Dachau. Alles deutet also darauf hin, dass das, wozu er sich nun mühsam durchgerungen hat, nie in Erfüllung gehen wird. Das geht es dann doch,
am 17. Dezember 1944, weil zufällig ein französischer Bischof auch in Dachau inhaftiert wird und ihn dort in der Priesterbaracke heimlich zum Priester weiht. Was lässt sich anhand der Lebensgeschichte von Karl Leisner, dieses jungen Priesters aus Münster, sagen über das Wagnis eines Lebens mit Gott? Was sind da die Wagnisse? Ich möchte euch gerne drei nennen. Das erste würde ich so überschreiben: das Wagnis an den Ruf zu glauben. Es gibt im Alten Testament, im Buch Jesaja, dieses wunderbare Wort: Der Herr hat mich schon im Mutterleib berufen. Als ich noch im Schoß meiner Mutter war, hat er meinen Namen genannt. Das überhaupt sich mal zu vergegenwärtigen und zu glauben, Gott hat einen Plan für mein Leben. Er hat sich etwas dabei gedacht, als er mich geschaffen hat. Dass meine ganze Existenz unter einem Ruf steht, unter dem Ruf Gottes. Dass Berufung nicht etwas ist, was irgendwann nachträglich plötzlich vom Himmel fällt, sondern viel tiefer schon in meine Existenz eingeschrieben ist. Glauben, dass meine Freiheit nicht darin besteht, machen zu können, was ich will, meine Selbstverwirklichung und Lebensplanung, sondern darin, in Freiheit auf diesen Ruf zu antworten. Oder wie es ein Kirchenvater so wunderschön sagt, die Melodie Gottes in mich aufzunehmen und mit einzustimmen. Und diese Antwort zu geben, ist tatsächlich ein Wagnis, ein Sprung. Bei Karl Leisner hieß das, er erkennt in sich etwas, das nicht von ihm kommt und am Ende aber doch stärker ist als sein eigenes Wollen. Und das Beeindruckende, finde ich, ist, dass er das nur durch das Erlebnis mit der Elisabeth entdeckt. Daran zu glauben, dass mein Leben vom ersten Augenblick an unter dem Ruf Gottes steht. Er hat schon längst etwas vor mit mir. Es kommt nicht nur auf mich an, auf meine Selbstentwicklung. Mich Gott zu überlassen, dass mit mir etwas geschieht und etwas aus mir wird, das ist ein echtes Wagnis. Denn natürlich kann man dann fragen, was wird denn dann aus mir? Da meldet sich vielleicht dieselbe Angst wie auf dem Sprungturm auf dem 10-Meter-Brett. Könnte es sein, dass ich irgendwo hart aufschlage? Der Plan Gottes ist nicht immer einfach. Aber wir dürfen uns darauf verlassen, dass es immer der Beste ist, weil niemand uns besser kennt als er. Das wäre das erste Wagnis, an diesen Ruf zu glauben. Gott hat etwas vor mit meinem Leben. Das zweite Wagnis würde ich so benennen, loszugehen mit einer Verheißung. Ohne dass ich am Anfang schon sagen könnte, wo werde ich ankommen. Da ist unser großes Vorbild, das uns die Bibel erzählt, Abraham, unser Vater im Glauben. Er wird ja auch mit seiner Familie herausgerufen, hört von einem Land, das er nicht kennt, das er noch nie gesehen hat. Und im Hebräerbrief im 11. Kapitel, der genau das dann reflektiert, welches Wagnis die Väter im Glauben eingegangen sind, heißt es darüber, und er zog weg, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Voll Glauben sind diese alle gestorben, ohne das Verheißene erlangt zu haben. Nur von Ferne haben sie es geschaut und gegrüßt. Der Weg mit Gott ist tatsächlich auch ein Wagnis ins Ungewisse hinein. Nur eines ist dabei gewiss, Gott wird mit uns sein. Gott ist mit uns auf diesem Weg und lässt uns nie allein, aber der Weg wird erst noch gebahnt. Im Leben von Karl Leisner hieß das, er hat diese Verheißung, dass Gott ihn vielleicht doch zum Priester ruft, nie losgelassen, auch im KZ nicht, sondern er ist weitergegangen, ohne zu wissen, ob er jemals dort ankommen würde. Hat dieser Verheißung geglaubt. Und das scheint mir gehört irgendwie zu jedem Berufungsweg, dieses Wagnis loszugehen, obwohl ich nicht gleich alles sehe, noch kein fertiges Bild habe, sondern nur mit der Verheißung im Ohr, geh los, ich bin mit dir. Das übrigens ist nicht nur bei Priesterberufungen so, auch junge Frauen und Männer, die heiraten und irgendwann vielleicht Kinder bekommen, sehen am Anfang, wenn sie sich dafür entscheiden,
auch noch nicht alles, was das dann bedeuten kann. Zum Beispiel später mal fünfmal in der Nacht aufzustehen, das Kind zu stillen und an die Grenzen der eigenen Kräfte zu kommen und so weiter. Das sieht man am Anfang alles noch nicht. Losgehen mit einer Verheißung, ein zweites Wagnis auf unserem Weg mit Gott. Und das dritte Wagnis würde ich so nennen, meine Sicherheiten auch zurücklassen. Wenn ich mich auf einen Berufungsweg einlasse, daran glaube, da ruft mich ein anderer, der noch mal größer ist als ich, das bedeutet auch, sicheres Terrain zu verlassen, weil ich immer in etwas hineingerufen werde, was größer ist als ich und was mich übersteigt. Niemand kann mir garantieren, wenn ich losgehe, dass ich auf Dauer in dieser Lebensform glücklich werde. Dafür gibt es keine Garantie. Es ist ein bisschen wie bei Petrus, dem Apostel Petrus, der im Sturm auf dem See von Jesus aufgefordert wird, das Boot zu verlassen. Komm, steig aus. Und er setzt tatsächlich den Fuß aufs Wasser, was ja eigentlich ein Wahnsinn ist, den Fuß dahin zu setzen, mitten im Sturm, wo eigentlich nichts ist außer Wasser. Und solange er auf Jesus schaut und losgeht, trägt dieses Wasser sogar. Und erst als er den Sturm und die Wellen sieht, fängt er an, unterzugehen und schreit, Herr, rette mich. Und sofort streckt Jesus seine Hand aus und zieht ihn heraus. Noch deutlicher vielleicht bei dem jungen Mann, der unbedingt mit Jesus gehen will und sagt, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Und erst sagt Jesus, halte die Gebote. Aber das hat er alles schon gemacht. Und dann merkt Jesus, er kann ihm mehr zutrauen. Geh, verkauf, was du hast, gib das Geld den Armen, dann komm und folge mir nach. Und aus dem Evangelium wissen wir, dass dieser junge Mann in dem Moment traurig weggeht, denn er hatte ein großes Vermögen, heißt es dort. Im Bild vom Anfang, was ich euch vom Sprungturm gesagt habe, könnte man das so sagen, er sieht den 10-Meter-Turm, findet es faszinierend, von dort herunterzuspringen, traut sich aber nicht selber zu springen. Und das war nun einer, der wirklich etwas wollte, der wirklich etwas gesucht hat. Aber gleichzeitig will er das, was er hat und was ihm Sicherheit gibt, nicht aufgeben. Und darum, glaube ich, geht es in unserem Weg mit Gott auch immer wieder, den Sprungturm zu verlassen, und zwar nach vorne hin, und zu springen. Das Schöne ist, dass wir wirklich nichts zu fürchten brauchen, weil die Liebe des Herrn im Grunde so ist wie bei einem Adler. Davon spricht ja dieses Bild, gebrauchen die Psalmen manchmal. Dass Gott die Flügel ausbreitet und bei einem Adler ist es so, er schmeißt seine Jungen einfach aus dem Nest und lässt sie dann sich abstrampeln und sie sollen das Fliegen lernen. Aber er überlässt sie nicht sich selbst, sondern er fliegt hinterher und ergreift sie. Und der Adler tut das meistens von oben. Mit seinen Krallen nimmt er die Jungen auf, bevor sie auf der Erde aufschlagen. Deswegen können wir dieses Wagnis ruhig eingehen, auch Dinge zurückzulassen, die uns im Moment noch Sicherheit geben, weil wir wissen dürfen, Gott ist mit uns. Er lässt uns nicht allein auf diesem Weg. Priester sein, Priester werden.